Unser Verein, den gibt es seit 1979, also schon sehr alt. Von Anfang an bestand das Ziel darin, erstens mehr in die Ursachenforschung zu gehen und mehr Vorbeugung zu betreiben, damit wir gar nicht erst krank werden. Das ist der erste Teil unserer Zielsetzung. Der zweite, klar, wir wollen die Tierversuche abschaffen, weil auch trotz Vorbeugung gibt es genetische Krankheiten, andere Dinge, da kann man einfach nicht vorbeugen. Und dafür brauchen wir eben eine moderne Medizin. Und das ist unser Ziel. Deswegen zweites Ziel, Abschaffung der Tierversuche, damit wir endlich eine Lösung für unsere Krankheit bekommen. Normalerweise erzähle ich über Ethik bei solchen Dingen immer erst am Ende etwas. Heute würde ich es gerne mal an den Anfang stellen. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass wir als Menschen uns herausnehmen, mit den Tieren einfach machen zu wollen, was uns in den Sinn kommt. Also viele Tierversuche sind einfach völlig absurd und dienen letztendlich nur der Neugier der Wissenschaftler. Und das ist eben nicht das allseits beschriebene Dilemma, dass wir einen kleinen Schaden, also wir verforschen ein Tier, um damit uns Menschen als der vermeintlich höheren Spezies gerecht zu werden. Dieses Dilemma existiert nicht, weil die Tierversuche nicht übertragbar sind. Und dieses Infoheft möchte ich jedem, der sich dafür interessiert, gerne ans Herz legen. Gibt es bei uns am Infostand. Wir sind hier in Deutschland 2.500 Mitglieder und Fördermitglieder. Ärzte, Wissenschaftler, Psychologen sind bei uns organisiert und wir sind auch weltweit vernetzt. Und dieses Heft beleuchtet unseren ersten Kongress, den wir letztes Jahr durchgeführt haben. Das war der erste europaweit durchgeführte Kongress dieser Art, vermutlich sogar weltweit, der sich damit beschäftigt, ob die Tierversuche wirklich übertragbar sind. Und das ist der erste Teil meiner Botschaft. Tierversuche sind nicht übertragbar. Sie dienen nicht unserer Sicherheit, wie uns das vielfach suggeriert wird, sondern letztendlich sind die Treiber Geld, Karriere und die Missachtung des Tieres. Das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen, das hat vielleicht der eine oder andere gehört, die hatten vor kurzem auch Jubiläum, 40 Jahre Deutsches Primatenzentrum in Göttingen. Sie selbst haben eine Studie zitiert, wonach 0,3% aller Grundlagenforschung und der sogenannten angewandten Forschung, die ist sehr grundlagennah. Also das ist die Forschung, wo man einfach mal losforscht und guckt, was rauskommt. Das wird uns ja immer suggeriert, dass das die Basis ist, damit wir irgendwann mal unsere Krankheiten geheilt bekommen. Und diese Forschung führt lediglich zu 0,3% bei uns Menschen zu Ergebnissen. Heißt im Umkehrschluss 99,7%, also fast alle Versuche, sind umsonst, sind für die Katz. Und diese Quote sagt zweierlei. Zum einen reicht es anscheinend den Experimentatoren aus, mit 0,3% Erfolgswahrscheinlichkeit zu arbeiten. Ich habe ja gesagt, ich erzähle keine Tierversuche, beschreibe die jetzt hier nicht, aber das sind grausamste Tierversuche, die da gemacht werden. Und das ist die fast wichtigere Botschaft, es gibt anscheinend keine bessere Studie. Denn wenn es eine bessere Studie gäbe, um Tierversuche zu rechtfertigen, dann hätte das Deutsche Primatenzentrum diese angeführt. Also dieses Heft ist sehr zu empfehlen, da werden hochinnovative Vorträge beschrieben, komme ich gleich drauf. Und diese Nichtübertragbarkeit führt dann dazu, das ist das Zweite, was ich hier gerne anzeigen will. Wie gesagt, alles verfügbar bei uns am Stand. 95% aller Medikamente scheitern, nachdem sie im Tierversuch erfolgreich getestet wurden. Das heißt, sie haben die gewünschte Wirkung gezeigt und die Tiere sind nicht gestorben. Dann geht man ja dann in die sogenannte klinische Phase. Und das sind nichts anderes als Menschenversuche. Letztes Jahr ist in Rennes in Frankreich bei einem Schmerzmitteltest ein Mensch gestorben und 5 Schwerstverletzte mit bleibenden Hirnschäden sind zurückgeblieben. Das kommt einmal in der Tagesschau und da es nur ein Toter ist, verliert man danach kein Wort mehr darüber. Aber hinter dieser Forschung, dieser erfolglosen Forschung, stecken eben große Gefahren für uns Menschen. Hier sind jetzt 6 Leute gestorben, 95% fallen wie gesagt durch. Das zum Thema Übertragbarkeit. Diese 95% sagen, dass die falschen Medikamente in die klinische Forschung kommen, in die Medikamententestung. Die richtigen Medikamente, wie zum Beispiel Aspirin. Ja, Aspirin ist für uns Menschen extrem hilfreich, führt bei fast allen Tierarten zu Embryoschädigungen, würde heute keine Zulassung bekommen. Oder Penicillin ist auch tödlich, schädigend bis tödlich für Nagetiere. Die meisten Tiere, die wir im Tierversuch verwenden, sind Nagetiere. Diese Medikamente würden heute keine Zulassung bekommen. Das heißt, die 95% stehen auch für Medikamente, die uns vorenthalten bleiben. Und das führt eben dazu,
dass wir Menschen nicht einer Sicherheit, von der Sicherheit profitieren der Tierversuche, sondern im Gegenteil, wir sterben sogar daran. Hier steht eine Zahl drauf, 58.000 Menschen sterben jedes Jahr an der Nebenwirkung von Medikamenten. Und das ist eine Zahl, die bezieht sich nur auf Krankenhäuser. Das heißt, wir haben noch nicht den ambulanten und privaten Bereich betrachtet. Das heißt, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Das ist übrigens alles auch mit Fakten belegt. Alles, was ich hier erzähle, dafür gibt es eine Quelle, dafür gibt es Fakten. Also Tierversuch ist nicht übertragbar, kann die Reaktion bei uns Menschen nicht vorhersagen und führt zu großen Gefahren. Wenn man im Umkehrschluss hört und mit Leuten spricht, die für Tierversuche spricht, dann kriegt man oft zu hören, jede Errungenschaft in der Medizin ist auf den Tierversuch zurückzuführen. Ich mache mir dann ganz oft den Spaß und sage, nennen Sie mir ein einziges Beispiel, wo der Tierversuch zu einem konkreten Ergebnis geführt hat, und ich möchte gerne die Kausalkette hören. Ich möchte also nicht hören, wir haben Erfolg und wir hatten Tierversuche, ergo war der Tierversuch die Basis für den Erfolg. Wenn ich das frage, kriege ich regelmäßig zu hören bei Podiumsdiskussionen, das geht nicht, weil der komplette Prozess der Wissenschaft ist zu komplex, zu langwierig und der Tierversuch ist ja auch nur eine von vielen Methoden. Dann frage ich mich aber, wie man dann behaupten kann, dass jede Errungenschaft der Medizin auf Tierversuchen basiert. Wer das behauptet, muss es auch beweisen können und diese Beweise gibt es nicht. Aber, das war jetzt die Kritik, das Gute ist, es gibt bessere Methoden, viel bessere Methoden. Hier gibt es ein Heft, das kostet ausnahmsweise ein bisschen Geld, 1,50 bei uns am Stand, was einen Überblick gibt über tierversuchsfreie Methoden. Für eine kleine Spende oder auch kostenlos geben wir auch das Heft ab, das ist relativ neu. Und ich will nur einen kleinen Ausschnitt geben dessen, was heute möglich ist. Wir können heute aus Hautzellen von Menschen, von erwachsenen Menschen, also wir haben überhaupt keine ethischen Probleme, können wir durch einen Prozess, für den es 2012 einen Nobelpreis gab, das heißt induzierte pluripotente Stammzellen, aus diesen Hautzellen kann man durch eine genetische Veränderung, das ist also ausnahmsweise mal auch eine gute Gentechnik, die kann man zurückprogrammieren in einen Status, der der embryonalen Stammzelle ähnelt. Es ist aber nicht dieses moralische Dilemma, was man bei embryonalen Stammzellen hätte. Und aus diesen Stammzellen, die heißen deswegen pluripotent, weil die sich in alle Organe verwandeln können, die man gerne hätte. Hier auf diesem Multi-Organ-Chip, das ist von unten wahrscheinlich schwer zu erkennen, das ist ein System so groß wie ein Smartphone oder sogar noch etwas kleiner, sind in kleinen Kammern Mini-Organe im Verhältnis 1 zu 100.000. Ja, das ist das kleinste Verhältnis, was noch zulässig ist, um den menschlichen Körper darzustellen. Wir sind mit Blutkanälen verbunden und da kann man eine Substanztestung durchführen. Und das geschieht über diesen Prozess, also pluripotente Stammzellen, Hirnzelle, also es gibt auch das menschliche Gehirn, kann man darstellen, was zum Beispiel dann zur Erforschung von Krankheiten wie Alzheimer dient. Man stelle sich vor, man nimmt einen Alzheimer-Patienten, nimmt dessen Hautzelle und kann dann den Prozess, den das Gehirn, das kranke Gehirn durchläuft, durchforsten. Und wenn einer sagt, das ist ja alles Science Fiction, das funktioniert doch nie, doch, es funktioniert. Es gibt eine Krankheit bei Kindern, die nennt sich Mikrozephalie, das ist ein zu kleines Gehirn. Und das Gleiche passiert auch beim Zika-Virus übrigens, eine Entwicklungsstörung. Und die wurde mit diesem Minigehirn, von dem ich gerade spreche, nachgewiesen. Das heißt, es wurde bewiesen, dass die Stammzellen, die ja immer Vorläufer sind, sich zu früh in Neuronen verwandeln. Das heißt, es ist schlichtweg zu wenig Zellmasse da, das Gehirn ist zu klein, das führt zu einer geistigen Behinderung. Und das geht einfach nicht im Tierversuch zu simulieren. Da kann man Dinge mal anstellen, das funktioniert nicht. Das geht nur mit diesen hochinnovativen Methoden. Das ist ein Beispiel. Also kleine Mini-Organe, nennt sich auch Organoide, auf so einem Chip platziert. Daran wird weltweit übrigens geforscht. In Amerika, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Russland, Brasilien selbst. Und das führt wirklich zu Erfolgen. Weitere Methoden sind bildgebende Verfahren, kennt auch jeder, Tomografieverfahren, wo man Organe im dreidimensionalen Zustand zeigen kann, wenn sie Dinge durchführen. Gibt es in Magdeburg eine tolle Gruppe, die Menschen in Röhren steckt, die lassen den Film Forrest Gump laufen und messen alles, was zu messen ist und stellen diese Daten ins Netz. Das ist moderne Forschung, neurologische Forschung, ohne Leid, ohne Tier. Oder als letztes Beispiel noch Living Heart, das ist ein kleines Herz, was schlägt, was mit Computermodellen, mit mathematischen Computermodellen verknüpft ist, um zum Beispiel bei einer Substanz festzustellen, ob das zu Herzrhythmusstörungen führt. Also hochinnovative Technik, die aber, und jetzt kommt der dritte Punkt, und dann bin ich mit den fachlichen Argumenten auch schon durch,
die Förderung für diese Forschung ist in Deutschland katastrophal schlecht. Wir bekommen für diese Forschung in Deutschland bundesweit jährlich ca. 8 Millionen Euro lediglich. Während Milliarden in die erfolglosen Tierversuche fließen, das ist in Prozent ausgedrückt 99,x% für Tierversuche zu 0,y% für tierversuchsfreie Methoden. Und das ist ein handfester Skandal, weil dieses Geld kommt ja, wo jeder weiß es, von uns Steuerzahlern. Das heißt, wir finanzieren in massiver Weise eine altertümliche, nicht zum Ziel führende Technik und uns bleiben diese Errungenschaften vorenthalten, was dazu führt, dass 2/3 unserer Krankheiten nicht heilbar sind. Und das sollte uns alle eigentlich auf die Palme bringen und sagen, das geht nicht. Wir sollten dagegen vorgehen, damit die Fördergelder umgeschichtet werden. Weil wenn das passiert, dann wird auch die Wissenschaft ihren Kurs ändern und mehr in diese innovative Forschung fließen. So, einen Abschluss darf ich noch. Auch das als kleines Licht am Ende des Tunnels. Die Niederlande, von denen habe ich ganz am Anfang gesprochen, die Niederlande machen es vor, wie es geht. Die wollen bis 2025 weltweit die führende Nation werden in der Anwendung tierversuchsfreier Methoden. Also in der Anwendung dieser Multi-Organ-Chips, Mini-Brains, bildgebende Verfahren, Computermodelle. 2025 heißt, wir haben jetzt noch gerade 8 Jahre vor uns. Damit sind sie weltweit führend. Es gibt kein Land, was sich so ein Zeitziel setzt. Und es ist auch sehr konkret hinterlegt. Die sagen, wir wollen 2025 auch keine Giftigkeitsprüfung mehr mit Tieren haben. Also zum Beispiel auch keine Medikamentenentwicklung mehr mit Tieren. In den Niederlanden werden also dann 2025, wenn die das in die Tat umsetzen, keine Medikamente mehr mit Tieren durchgeführt. Und das ist ein absolutes Novum. Und da gibt es auch viele, die sagen, das geht gar nicht. Da gibt es internationale Gesetzgebung. Auch dort muss man sagen, doch, das geht. Es gibt nämlich ein europäisches Programm, das nennt sich EU-Tox Risk. Mit 30 Millionen gefördert und das soll 2021 eine Giftigkeitsprüfung zum Ziel haben ohne Tiere. Das ist 4 Jahre vor dem Ziel der Niederlande. Heißt, das ist machbar. Also nochmal zusammengefasst, Tierversuche sind nicht übertragbar, sind extrem gefährlich für uns. Wir haben tolle Methoden, die müssen nur besser gefördert werden und die Niederlande macht es vor, wie es geht. Danke.